erstmal die normalen Straßen nehmen zum Eingrenzen. So. Das gleiche machen wir hier mal. Zacki. Sammeln wir den Triss schon mal. Okay. Köhlerei brauchen wir ja nicht. Wir haben ja die Steinkohle, außerdem kriegen wir Kohle geliefert wie Sau. Eisenminen haben wir auf jeden Fall. Hochofen. 5 Steine braucht er. Okay, dann machen wir die Hochöfen. Das sieht schon mal gut aus. 1, 2, 3, 4. Falsch. So. Und 6. Ihr seht, wir planen groß. Und dann 45. Brauche ja Eisen auch für andere Geschichten, nicht nur für Stahl. 1, 2, mal gucken, was wir da noch hinkriegen. Was ist da hinten von der Operei? So, alle 1 runter. So. Die beiden sind bei 1,30. Das heißt, 3 Stück fallen alleine schon auf die beiden Werke. Okay. Und die anderen 3 würden auf eine Waffenfabrik fallen. Hätte ich das hier wahrscheinlich zumindest teilweise nochmal spiegeln müssen. Zwei. Eine Feuerwehr. Eine Feuerwehr. Ein Lagerhaus. Nähmaschinenfabrik. Kann ich drüben lassen, ne? Die hat ja keinen Ausstoß verursacht. Da wäre das vielleicht gar nicht schlecht, aber was hierher kommt, ist auf jeden Fall eine Konservenfabrik. Und das mit den Konservenfabriken, da warte ich erstmal ab. Ich brauche auf jeden Fall ja noch Schmelzöfen. Eins, zwei, drei. Das lasse ich offen. So. Das war eine Polizei. So, dann legen wir hier mal los.
den ersten dreien und dem ersten Stahlwerk. Irgendwo muss man ja anfangen. Die Leitschürze muss ich erstmal gucken. Dorsch und die Doppelkanne. Ja. Ich habe weniger Angst um dich, als du denkst. Das ist hier Dorsch, ne? So. Du. Weißt mal hier raus, auch wenn es dumm ist, weil wir gerade verlagern, die Industrie. Und wirst dann eiskalt verkauft. Weil ich bin der geschäftskalte Eismann. Keine Arbeiter, okay? Sieht das hier mit Bier aus? Schlecht. Okay. Da würde ich dann wahrscheinlich mal Direkttransport machen. Oder nicht? Ihr braucht Bier, ne? Oh, ihr braucht vor allen Dingen Brot. Wo haben wir es? Hier. Westburg einlagern. Brot. Annehmen. Eingeladen, ausgeladen, umgekehrt, das ist okay. Ob es nun nach Gülle stinkt oder nach Schmiere, was macht das schon für einen Unterschied, solange ordentlich bezahlt wird? Wo kommst du denn? Sehr schön. Neue Befehle, Admiral. Du nimmst, begleitest hier mal die Doppelkanne. Und die Doppelkanne begleitet ihn. Was denn? Hopp, hopp, hopp. Pferdchen, lauf, galopp. Halt deine Fresse, du Großmaul. So, ich brauche auf jeden Fall noch ein Schiff. Überraschung. Auch ein Schiff mit Waffen. So. Gucken wir mal die Insel nach, was hier so abgeht. Guck mal. Ich weiß, was du willst. Und das kann ich nicht zulassen. Schade. Ah, dieses Spiel willst du also spielen. Ich spiele hier das Spiel der Spiele. 35.000 habe ich nicht mehr. Okay. Einfluss Eroberer. Was auch immer das bedeutet. Arbeitskräfte der Insel plus 50. Ah, cool. Einfluss gewonnen. Sehr hervorragend. Schnappi. Den Abgang zu kompensieren. Spielstand gespeichert. Bauen wir direkt mal Bauernhäuser noch dazu. Ich auch direkt einen richtigen Modus machen können, aber hey. Ja, warte mal, ich mache das mal Wege. Spare ich mir das Gejammer. Jetzt einiges reinflattern. Wie schnell geht denn das hier mit dieser Lupe? Zweite Wärme, richtig. Jetzt wird nämlich ein Doppelweg mit Schnaps raus, Bier rein.
Da draußen gibt es Haie und Schlimmeres. Hm. Ist ein Idiot, Willi. Nee. Doppelkanne, genau. Schussi. So, sag mal her hier deine besten Stücke, Omi. Ich weiß, was du willst. Und das kann ich nicht zulassen. Aber noch sehen, Fräulein. Anteilseinkommen ist noch relativ niedrig. Also das ist in meinem Testspielchen ist da ein bisschen mehr los. So. Hier haben wir tatsächlich schon... Schiff unter Beschuss. Jetzt noch, oder was? Aber jetzt weg. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Das ist ja auch voll in Ordnung. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Aha. Okay, also wir haben einiges an Erz, nicht ganz so viel an Kohle. Von wem denn? Die herrschenden Mächte haben sich zum Krieg entschlossen. Die Anwerbung hat begonnen und Leben werden riskiert, um unsere Werte hochzuhalten. Einheit und Ordnung zu wahren und der Gefahr zu begegnen, die Zeit wird uns sagen, ob der Entschluss ein kluger war. Dieses Flittchen. Hey, komm, Omi. Es war nett, das zu sagen. Ganz gleich, was du von... Ja. Ich merke, wenn jemand versucht, mich über den Tisch... Ein Schiff wurde zerstört. Ich kann dich nicht hören, Lala. Mutig von dir, mich um Hilfe zu bitten. Ja. Einmal. Wir lassen uns nicht über den Tisch ziehen. Müsste auch nicht. Oh, schön. Nur so schnell, oder? Mir geht mal auf den Sack, ey. Wahrscheinlich einfach zu viel gekauft. Ich habe noch 10 Sekunden. Ich brauche 12. 12 Scheine. Die aufhört mit uns. Blaurock. Halt dein Maul. Du hässlicher. Schiff unter Beschuss. Guck mal, ist wieder 12. Nicht bevor wir kriegen, was uns zusteht. Ja, komm. Du findest, das war ein Sturm? Das war ein... Spielstand gespeichert. Ah, das, weil ich hier vorbei muss immer, ey. Ein Schiff wurde zerstört. Diese Hure, ey. Ein Schiff wurde zerstört. Die nervt mich richtig ab, ey. Ja, Willi, Bodenstock. Ach, die beiden sind auch tot. Nee. Was macht denn ihr? Auf die Dame ist Verlass. Ja,
neue Ziele. Oh, hier werden wir richtig schön abkacken jetzt. Das wird richtig ekelhaft. Weil die genau in der Mitte liegt mit ihren Inseln. Und die auch mächtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kanonen. 8 Kanonen. So leicht ist meine Verteidigung Alter. Nicht. Die hat schon Dampfschiffe. Leinen los. Diplomatie. Wir wären dann soweit. Erwische ich Sie bei besonders guter Laune, Direktor? Echt gutes Konsumverhalten. Dichterische Freiheit. Das gleicht sich heraus, aber das muss sein. Natürlich wissen Sie. Sie haben an Einfluss gewonnen. Das heißt auch hier oben, die kriegen kein Bier mehr, ne? Oh. Schiff unter Beschuss. Ein Schiff erster Klasse. Fregatte beginnt Geleitschutz. Wo sind der Schmutzfink? War gerade an Plunzendorf vorbei. Was machen wir? Schiff unter Beschuss. Machen wir schon fette. Bleibt uns keine Wahl, oder? 1, 2. Machen wir das immer weg. Aber das ist ekelhaft, ey. Stein, 40 Stahl. Die Insel muss ich ja wegmachen, kostet es, was es wolle. Weil die meine Handelsroute einschnürt mit mir selbst. Und ich habe keine Alternativen. Das heißt, hey, alles hier war. Wir werden eine ordentliche Flotte kaufen bzw. bauen müssen. Ihre Majestät speist äußerst schnell. Jedwede Unterstützung vermag es, die Kreise Ihrer Majestät zu beeinflussen. Nein. Idealerweise hält man seine Versprechen. Regatta, die würde ich kaufen. Als erster Adjutant Ihrer Majestät bin ich äußerst aufmerksam. Erwarten neue Horizonte. So, muss man künstlich ein bisschen aufstocken. Hält das Bier noch eine Weile? Ich dachte, du hättest ein Händchen dafür. Halt doch mal dein Maul. Was war denn das jetzt? Naja, hab ich doch. Schluckspechten Clipper habe ich gekauft. Bin auch ein Idiot, ey. Steuermann. Ich weiß halt nicht, ob der Clipper schnell genug ist, um da vorbeizukommen. Ich kann es mal probieren. Spielstand gespeichert. Schutzkohle, das ist erstmal nicht so wichtig. Ich war ziemlich sicher, dass du das hinbekommst. Flugspecht? Annehmen. Ist das jetzt vielleicht so, dass ich mit der mal reden kann? Hm? Nicht eingeschränkt? Nahezu sicher. Das behalten wir schön für uns. Genau. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen? Nee, dazu bist du zu fett. Gib es einfach her. Alter, die pseudo-taffe Frau, ey. Schon 12.000 für einen Waffenstillstand, oder? Wird die wahrscheinlich noch mehr wollen, wenn es um Frieden geht. Ich bin gespannt bei dem Clipper.
kriegt man. Na gut. Schiff unter Beschuss. Habe ich ja Waffen? Natürlich nicht. Der hat es geschafft. Aber jetzt fährt er so dicht lang, ey. Ist bescheuert. Was ist der dumm? Warum fährt denn der so dicht? Ein Schiff wurde zerstört. Schiff unter Beschuss. Die Flotte erwartet Befehle. Zieh die mal hier an den Kanonen vorbei. Wir können viel mehr Schnaps könnten viel mehr Schnaps produzieren. Ich würde aber eigentlich mal gucken. Wir haben viel Stahl. Machen wir eine Waffenfabrik auf. Und noch ein paar Eisendinger. Sehr schön. Wie die Made im Speck. So. So, hier so. Noch eins verloren, das ist hervorragend. Mein Schiff wurde zerstört. Ihr Hafen wird angegriffen. Ja, hervorragend. Flotte erwartet Befehle. Schnappt sie euch. Wie kann die zuerst schießen, wenn du dich ranschleichst und nützt dieses Ding? So. Jetzt fahrt er wieder zurück. Sehr schön. Schiff unter Beschuss. Na, wie schmeckt das? Ja, Arschgeigen. Ihr Hafen wird angegriffen. Bereit zum Feuern. Die einzelnen Schiffe aufschreiben. Ja, das Kleine mit den Kanonenbooten, ja. Seid echte Helden, ey. Neue Ziele? Ja, das schnappt euch mal her. So. Spielstand gespeichert. Ein Schiff wurde zerstört. Flotte erwartet Befehle. Wo ist es? Habt ihr euch. Los, bevor es bei sich im Hafen ist. Ihr Deppen. Wie kann das schneller sein als meine? Obwohl das so ramponiert ist. Na, komm. Und du? Was, worauf wartest du? Pfingsten oder was? Schaden am Schiff, Admiral. Ein Schiff wurde zerstört. Na? Schmeckt. Aber ich war halt überhaupt nicht auf Krieg vorbereitet. Das ist ärgerlich. Ob wir irgendwie in der Diplomatie jetzt mal was hinkriegen.
Leicht eingeschränkt, wahrscheinlich. Waffenstillstand. Eine Falle. Halt doch deine Scheißmaul. Sieht's bei dir aus? Leicht erhöht. Erhöht. Gib es einfach her. Ja. So, dann. Komm mal hierher zurück. Oh, das ist nervig, ey. Stahl und Steiner. Ja, das ist halt doof hier mit dieser Insel hier. Das ist dumm gelaufen. Weil die haben jetzt keinen Schnaps mehr. Alles im Lot, sag ich mal. Glaube ich. Ja. Ich hab meine Familie bei mir. Was will man mehr? Dafür haben die kein Bier? Ein goldener Käfig oder zumindest aus Messing. Stört aber die noch nicht. Ich glaube, das stört erst die. Ja. Und auch nur hier hinten. Also das ist nicht so dramatisch. Aber ja, können es überleben? Zweifelsohne. Aber wir brauchen Schiffe, ey.